Für die kabellose und kostenfreie Kommunikation mit anderen Personen ist ein Funkgerät eine sehr gute Wahl. Damit lässt sich in Bereichen Kontakt halten, in denen es keinen Netzempfang gibt. Zwar ist die Reichweite begrenzt, dennoch ist die Kommunikation per Funk in vielen Bereichen sinnvoll. Das gilt gerade für Outdoor-Liebhaber, die sich oft in gefährlichen Gebieten oder auf unbekannten Wegen aufhalten. In Notfallsituationen kann das Funkgerät hier ein wahrer Lebensretter sein. Darüber hinaus eignen sich die oft als Walkie-Talkies bezeichneten Geräte auch für die berufliche Kommunikation, beispielsweise auf der Baustelle, oder für die Unterhaltung der Kleinen zu Hause. Das erste Produkt auf unserer Liste ist PNI Escort HP 6500 Funkgerät. Da das PNI Escort HP 6500 Funkgerät nach Angaben des Herstellers eine hervorragende Sendeleistung von 4 Watt besitzt, erreichen Käufer mit diesem CB-Funkgerät eine hohe Kommunikationsdistanz von 15 Kilometern, wenn sie die passende Antenne hinzufügen. Hindernisse wie Hügel, Berge, Mauern oder Gebäude können die Entfernung verringern. Das Funkgerät verfügt laut PNI Escort über alle wesentlichen Funktionen eines CB-Radiosenders und kann an alle europäischen CB-Funkstandards angepasst werden. Das CB-Radio für die europäischen Funkstandards sendet auf 40 Kanälen. Was ist CB-Funk? Die englische Abkürzung steht für Citizens Band Radio und ist eine kostenfreie Jedermann-Funk-Anwendung für Sprech- und Datenfunk. Das Frequenzband liegt kurz über und unter 27 MHz, MHz. Mehr dazu erfahren Leser im Ratgeber im Anschluss an den Produktvergleich. Wesentliche Produktmerkmale im Überblick. CB-Funkgerät. Sendeleistung, 4 Watt. Radiofunktion mit 40 Kanälen. Sendedistanz, 15 Kilometer mit zusätzlicher Antenne. Das zweite Produkt ist Albrecht AE 6110 Funkgerät. Das Mobilfunkgerät AE 6110 von Albrecht wird mit einem Netzteil und nicht mit Akkus betrieben. Käufer können es laut Hersteller sowohl zu Hause als auch im Auto installieren. Im Auto kann das Gerät unkompliziert über die Fahrzeugbatterie laufen. Das Mobilfunkgerät hat eine Größe von 10,4 x 10 x 2,5 cm. Länge, Breite, Höhe und ein Gewicht von 450 Gramm. Das Funkgerät hat eine Sendeleistung von 4 Watt, das ist die maximale Sendeleistung, die ein CB-Funkgerät in den meisten europäischen Ländern haben darf. Mit dieser Funkleistung können sich Käufer über eine Entfernung von bis zu 20 Kilometern mit ihrem Gesprächspartner unterhalten. Was bedeutet CTCSS? Die Abkürzung steht für Continuous Tone Code Squelch System. Wenn ein Funkgerät über einen CTCSS-Code verfügt, besteht die Möglichkeit, nur bestimmte Aussendungen zu empfangen. Das funktioniert folgendermaßen: Ein Encoder sendet einen fast unhörbaren Ton im Subaudiobereich mit. Das Funkgerät des Empfängers geht nur auf Empfang und öffnet die Rauschsperre, wenn es genau auf diesen Ton eingestellt ist. Das Mobilfunkgerät von Albrecht arbeitet im CB-Funk. Damit können sich Personen in Deutschland an 80 analogen Funkkanälen beteiligen. Allerdings besitzt das Modell weder CTCSS-Codes noch DCS-Codes. Es ist ein Multinormgerät, mit dem Käufer per Knopfdruck in jedem Land immer auf zugelassenen Funkkanälen bleiben. Wie alle CB-Funkgeräte verfügt das Gerät von Albrecht über keine digitalen Kanäle. Das Funkgerät ist mit folgenden Zusatzfunktionen ausgestattet: Scanfunktion, Tastensperre, automatische Rauschsperre, Pilottonverfahren und Lautsprecheranschluss. Bei vielen Funkgeräten ist die Scan-Funktion mittlerweile Standard. Damit lässt sich nach einem benutzten Kanal suchen, um schnell alte oder neue Gesprächspartner kontaktieren zu können. Wichtige Produktdaten in der Übersicht. Arbeitet über CB-Funk. Kein Akkubetrieb, mit Netzteil. Kann im Auto über die Autobatterie laufen. Maße: 10,4 x 10 x 2,5 cm, Länge, Breite, Höhe. Sendeleistung: 4 Watt für Reichweiten von bis zu 20 km. Funktionen: Scan, Tastensperre, automatische Rauschsperre, Lautsprecheranschluss. Wofür steht DCS?
Die Abkürzung bedeutet Digital Coded Squelch und funktioniert genauso wie CTCSS, unterscheidet sich aber in der technischen Umsetzung. Der nächste Produkt ist Midland XT70 Adventure Funkgerät. Das Midland XT70 Adventure Funkgerät erhalten Käufer im Zweierkofferset. Hierbei handelt es sich laut Hersteller um ein PMR 446 Walkie-Talkie mit einer Reichweite von bis zu 12 Kilometern. Im Set finden sich nicht nur die beiden Funkgeräte, sondern auch ein Koffer, zwei Headsets, zwei flexible USB-Netzteile und zwei Schnelllader, mit denen die Geräte Midland zufolge innerhalb von 4 Stunden wieder aufgeladen werden können. Laut Midland handelt es sich um Einsteigersprechfunkgeräte mit nützlichen Funktionen zur professionellen und privaten Nutzung sowie um ein Dualbandgerät für LPD und PMR 446. Somit kann dieses Modell lizenzfrei und kompatibel mit weiteren Funkgeräten genutzt werden. Laut Midland hat das Funkgerät 8 PMR-Kanäle und 16 voreingestellte Kanäle. Der Frequenzbereich liegt zwischen 446.00625 und 446.09375 MHz, MHZ. Die Sendeleistung beträgt maximal 0,5 Watt. Es steht ein alphanumerisches LCD-Display mit Hintergrundbeleuchtung zur Verfügung. Außerdem lassen sich 69 Kanäle im LPD-Band nutzen. Die Abmessungen gibt der Hersteller mit 12 x 5,8 x 3,3 cm, Länge, Breite, Höhe, ohne Antenne an, das Gewicht mit 113 Gramm ohne Akkus. Die Betriebstemperatur liegt bei minus 20 Grad Celsius bis plus 55 Grad Celsius. Das Funkgerät verfügt über eine Vox-Freisprechfunktion, eine Reichweitenkontrolle und eine Babyphone-Funktion. Mit erstgenanntem Feature lassen sich Funksprüche senden, ohne eine Sendetaste zu drücken. Vox lässt sich bei diesem Modell in 9 verschiedenen Stufen einstellen. Bei der automatischen Außerreichweitenkontrolle erfolgt alle 30 Sekunden eine gegenseitige Kontrolle. Sollte der Kontakt zwischen den beiden Geräten verloren gehen, reagiert das Gerät mit Freisprechfunktion und Reichweitenkontrolle mit einem Signalton und Blinken als Warnung. Zudem kann mit der Babysitter-Funk-Anwendung ein Gerät in den Babyphone-Modus geschaltet werden, das andere in den Elternmodus. Was bedeutet PMR 446? PMR 446, oft auch einfach als PMR bezeichnet, bedeutet Personal Mobile Radio, private mobile Radio oder Professional Mobile Radio. Es ist ein sogenannter Jedermann-Funk, der lizenz- und kostenfrei über den Frequenzbereich UHF mit 446.000 bis 446,200 MHz, MHZ, läuft. Der Ratgeber im Anschluss an den Produktvergleich erläutert die Vorteile und Nachteile der verschiedenen Funknetzarten. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Motorola Talkabout T42 PMR-Funkgerät. Das Funkgerät T42 von Motorola, das im PMR 446 Funkbereich sendet und empfängt, ist nach Angaben des Herstellers für groß und klein geeignet. Die kompakten Maße von 14 x 5 x 3 cm, Länge, Breite, Höhe, sollen es zu einem idealen Gerät für Outdoor-Aktivitäten machen. Das Eigengewicht beträgt 80 Gramm. Das Funkgerät wird mit 3-3A-Batterien betrieben. Die Batterien für den Akkubetrieb lassen sich mit Akkus der gleichen Größe ersetzen, ein Ladegerät muss separat erworben werden. So sparen sich Käufer die Kosten für neue Batterien. Mit den 3A-Batterien läuft das Motorola TLK-AT40 knapp 8 Stunden. Die Sendeleistung des Geräts beträgt 500 mW. Das ist die höchste Sendeleistung, die im PMR-Funkbereich zugelassen ist. In den meisten europäischen Ländern ist PMR 446 öffentlich zugänglich. Mit dem Funkgerät von Motorola sind Funkreichweiten von bis zu 4 Kilometern auf 16 Kanälen möglich. Das PMR-Funkgerät bietet laut Hersteller nur einen minimalen Wasserschutz. Da es nicht nach IP-Standards geprüft wurde, sollte es nicht im Regen verwendet werden. Das Funkgerät von Motorola verfügt über eine Scan-Funktion und hat eine automatische Rauschsperre. Im Lieferumfang sind 2 Handfunkgeräte und 2 Gürtelclips enthalten. Welche Aufgabe hat die Scan-Funktion? Wenn ein Funkgerät eine Scan-Funktion besitzt, scannt es alle Kanäle ab und stoppt den Scan, wenn es einen belegten Kanal findet.
Der nächste Produkt ist Motorola Talkabout T82 Extreme Funkgerät. Das Motorola Talkabout T82 Extreme Funkgerät wird in einem Doppelpack mit zwei Funkgeräten geliefert und verfügt über einen Wasserschutz der Schutzklasse IPX4. Es kann deswegen laut Hersteller selbst bei widrigen Witterungsbedingungen verwendet werden. Das Setup der beiden Geräte wird nach Angaben von Motorola Solutions dank Easy-Pairing-Funktion zu einem Kinderspiel, während die Kommunikation durch ein verstecktes Display erleichtert wird. Das Funkgerät hat eine integrierte LED-Taschenlampe, die beispielsweise genutzt werden kann, um bei Dunkelheit eine Landkarte zu lesen. Dual-Power per Akkubetrieb oder Batteriebetrieb. Das Motorola Talkabout T82 Extreme Funkgerät kann entweder mit 2A-Batterien oder mit dem im Lieferumfang enthaltenen Nickel-Metallhydrid-Akku mit einer Laufzeit von bis zu 26 Stunden betrieben werden. Das Funkgerät bietet eine Reichweite von bis zu 10 Kilometern, die laut Motorola Solutions je nach Gelände und Bedingungen variieren kann. Weitere Funktionen des Gerätes sind ein Suchlauf, eine duale Kanalüberwachung, eine Tastatursperre, eine Batteriestandanzeige und eine automatische Rauschunterdrückung. Der Lieferumfang besteht aus 2 Walkie-Talkies mit je einem Gürtelclip pro Gerät, Ladegerät mit 2 Micro-USB-Steckern, 2 Akkupacks für den Akkubetrieb, je 2 Schlüsselbänder und Ohrhörer, Tragetasche und Bedienungsanleitung. Wann wird eine Funklizenz benötigt? Wer keine Funklizenz hat, muss sich vor dem Kauf eines Funkgerätes vergewissern, dass es sich nicht um ein Amateurfunkgerät handelt. Ohne Lizenz darf nur über PMR oder CB-Funk kommuniziert werden. Der nächste Produkt ist Stabo Elektronik 20701 Freecom 700 Funkgerät. Das Funkgerät 20701 Freecom 700 von Stabo Elektronik läuft über die PMR 446 Frequenz, die sich kosten- und lizenzfrei nutzen lässt. Es wird im Set aus 2 Geräten in einem laut Hersteller robusten Koffer geliefert. Darin sind ebenfalls 2 Handmikrofone mit PTT-Taste enthalten. Nutzer können mit dem Gerät auf 8 Kanälen funken. Es verfügt über eine hohe Sendeleistung von 500 mW, womit sich 5 bis 10 Kilometer weit senden und empfangen lässt. Es besteht die Möglichkeit, die 8 Kanäle mit 38 CTCSS-Tönen und 83 DCS-Tönen zu kombinieren. Das Funkgerät hat zudem eine Vox-Freisprechfunktion, eine Radiofunktion, eine automatische Rauschsperre, eine Tastensperre, ein LED-Spotlicht mit SOS-Funktion und eine Batteriesparfunktion. Die integrierten Akkus der beiden Funkgeräte lassen sich über die mitgelieferte Tischladeschale laden. Käufer finden im Lieferumfang 2 Ladekabel mit Zigarettenanzünderstecker. Wichtige Produktdetails in der Übersicht: PMR-Funkgerät. Sendeleistung: 500 mW. Reichweite: 5 bis 10 km. Funktionen: Radio, Scan, Vox-Funktion, Tastensperre, Rauschsperre, LED-Licht, CTCSS und DCS. Wie gut ist die Verständigung per Funk? Die Klangqualität ist bei Funkgeräten schlechter als beim Smartphone. Die Lautstärke ist bei vielen Funkgeräten zudem nur moderat einstellbar. Wer mit dem Motorrad unterwegs ist, sollte daher ein Mikrofon mit Kopfhörern verwenden. Der nächste Produkt in unserer Liste ist Rataverse RT24 Plus Funkgerät. Das Funkgerät RT24 Plus von Rataverse sendet und empfängt in einer im Vergleich geringen Reichweite von 1 bis 1,5 Kilometern. Daher gilt, wer professionell funken will, sollte sich nach einem anderen Gerät umsehen. Als Hobbygerät und als Spielzeug für Kinder ist es nach Angaben des Herstellers aber völlig ausreichend. Das Walkie-Talkie verfügt über eine Stromsparfunktion, was eine längere Betriebszeit ermöglichen soll. Kein Mithören der Gespräche, die beim Rataverse RT24 Plus Funkgerät vorhandene Scramble-Funktion ermöglicht laut Hersteller eine doppelte Verschlüsselung der Kommunikation, um Privatsphäre bei den Gesprächen zu ermöglichen. Der sogenannte Spec-Code soll ein Abhören bei dem wiederaufladbaren Gerät vermeiden. Das Funkgerät besitzt eine Scan- und eine Vox-Funktion. Die Features CTCSS und DCS verhindern laut Hersteller Interferenzen,
so lässt sich störungsfrei kommunizieren. Mit der mitgelieferten USB-Ladeschale kann das Funkgerät am Computer, an einem Adapter oder an einer Powerbank aufgeladen werden. Im Lieferumfang ist ein Headset vorhanden. Wesentliche Produktdaten auf einen Blick. PMR-Funkgerät. Sendeleistung 500 mW. Reichweite 1 bis 1,5 km. Funktionen: Scan, Vox, Scramble, Akkuwarnung, Batteriesparfunktion, Rauschsperre. CTCSS und DCS. USB-Ladeschale. Der nächste Produkt ist Motorola TLK AT92H2O Funkgerät. Das Motorola TLK AT92H2O Funkgerät wird im Doppelpack ausgeliefert. Jedes Gerät hat eine Reichweite von bis zu 10 Kilometern bei einer Sendeleistung von 500 mW. Dank des IP67 Standards ist das Funkgerät wasser- und staubdicht und sehr robust. Eine integrierte LED-Leuchte mit rotem und weißem Licht schaltet sich laut Motorola bei Kontakt mit Wasser automatisch ein. Die Funkgeräte sind nicht nur untereinander, sondern auch mit anderen TLKR-Modellen der PMR-446-Frequenz kompatibel. Das Funkgerät von Motorola hat ein Beleuchtetes LC-Display, 20 Ruftöne und eine Notruftaste, durch die ein lauter Warnton aktiviert werden kann, um im Notfall zu signalisieren, dass Hilfe benötigt wird. Es verfügt darüber hinaus über eine Scan- und eine Vox-Funktion, hat 8 Kanäle und 121 Unterkanäle. Das Funkgerät bietet eine integrierte Rauschunterdrückung und ist ausschließlich in einem gelb-schwarzen Farbdesign erhältlich. Welche Vorteile bieten Funkgeräte? Walkie-Talkies sind gegenüber Handys immer dann im Vorteil, wenn Nutzer in einer Gegend sind, in der es kaum oder keinen Netzempfang gibt. Darüber hinaus sind Nutzer mit einem Funkgerät unabhängig von Mobilfunkanbietern. Für Kinder bedeutet der Einsatz eines Walkie-Talkies im Urlaub und auf Ausflügen Spaß und Abenteuer. Der nächste Produkt ist DTW PMR 8000 Quad Funkgerät. Das Viererset Outdoor 8000 Quad von DTW bietet eine Sendeleistung von 0,5 Watt und kann in einer Reichweite von bis zu 9 Kilometern funken. Es ist nach IPX2 Standard geprüft und somit garantiert tropfwassergeschützt. Nutzer sollten es laut Hersteller aber nicht ins Wasser tauchen oder lange starkem Regen aussetzen. Für das PMR-Funkgerät wird keine Lizenz benötigt. Die PMR-446-Frequenz kann kostenfrei genutzt werden. Neben den 8 Kanälen stehen 38 CTCSS-Unterkanäle zur Verfügung. Damit lassen sich bestimmte Funkgeräte innerhalb eines ausgewählten Kanals anwählen. Ein eingebauter Compander sorgt nach Angaben von DTW für klaren Sound bei den Gesprächen. Das Gerät verfügt darüber hinaus über eine Scan-Funktion, eine automatische Rauschsperre und eine Dual-Channel-Monitor-Funktion, DualWatch. Im Lieferumfang sind 4 Funkgeräte, 2 Ladeschalen, ein Netzteil, 4 Akkupacks, 4 Headsets und 4 Gürtelclips enthalten. Somit erhält der Nutzer umfangreiches Zubehör. Was bedeutet DualWatch? Bei DualWatch handelt es sich um die englische Bezeichnung für Zweikanalüberwachung. Damit überwacht ein Funkgerät 2 getrennte Frequenzen oder Kanäle. In den meisten Fällen schalten die Geräte die eingestellten Frequenzen oder Kanäle alle paar Sekunden automatisch um. Wenn sie ein Signal empfangen, bleibt der Empfänger auf der entsprechenden Frequenz oder dem Kanal stehen. Durch das ständige Umschalten können Nebengeräusche auftreten. Einige Ausstattungsmerkmale im Überblick. PMR-Funkgerät. Sendeleistung 500 mW. Reichweite 5 km. Scan, Batteriestandanzeige, Stromsparfunktion, Rauschsperre, DualWatch. 38 CTCSS-Unterkanäle. 4 Funkgeräte im Lieferumfang. Integrierter Compander zur Rauschminderung. Überwachung von 3 Kanälen. Inzwischen gibt es zahlreiche Modelle mit 3-Kanal-Überwachung auf dem Markt. Manchmal wird dafür die Bezeichnung Prioritätskanalfunktion verwendet. Der nächste Produkt ist Rativerse RT24 Plus Funkgerät. Das Rativerse RT24 Plus Funkgerät kommt in einem Viererset.
Es deckt eine vergleichsweise geringe Reichweite von 1 bis 1,5 Kilometern ab. Die Sendeleistung beträgt 0,5 Watt. Für Kinder ist das Gerät nach Angaben des Herstellers damit ideal geeignet. 16 Kanäle stehen für das Senden und Empfangen zur Verfügung. Das Modell von Retevis besitzt eine Vox-Funktion, sodass das Funkgerät automatisch auf Senden schaltet, wenn gesprochen wird. Es schaltet ebenfalls automatisch auf Empfangen, wenn nicht mehr gesprochen wird. Das erspart das ständige Drücken der PTT-Taste. Das Funkgerät von Retevis kommt mit einer USB-Ladeschale für das Aufladen am Computer, an einem Adapter oder einer Powerbank. Auch ein Headset ist im Lieferumfang des aufladbaren Geräts dabei. Wichtige Produktdetails im Überblick: PMR-Funkgerät. Sendeleistung: 500 mW. Reichweite: 1 bis 1,5 km. Funktionen: Vox, Stromsparfunktion, Scan, Scramble für doppelte Verschlüsselung. 4 Funkgeräte im Lieferumfang: CT, CSS und DCS. USB-Ladeschale. Wer nutzt Walkie-Talkies im Viererset? Diese Variante wird vor allem im Baugewerbe und bei Sicherheitsdiensten genutzt. Funkgeräte im Viererpack haben aber auch den privaten Bereich bei Familien als Einsatzgebiet. Halten Sie diese Liste für sinnvoll? Hinterlasse einen Kommentar für uns. Den Produktlink findet ihr in der Videobeschreibung. Denken Sie daran, den Kanal zu mögen und zu abonnieren, um über die neuesten Bewertungen auf dem Laufenden zu bleiben.